Heute in der Folge geht es ran, in unserer Stadt einen neuen Lebensmittelladen zu bauen. Und zwar haben wir jetzt die Kette Netto bei uns. Und zwar nicht hier den roten Marken-Discounter, sondern hier den noch guten alten schwarzen Netto mit Hund. Und wie du siehst, man kann sich die Netto auch einrichten. Das heißt, du musst die nicht nur so hinbauen, ohne wirklich da irgendwas drin zu haben. Nein, wir wollen den auch innen drin uns gestalten. Tja, und wie wir uns heute dieses Netto hier bauen, das zeige ich dir. Von daher, schnapp dir die Blöcke und dann geht's los. So, für unseren Start holen wir uns heute erstmal ein bisschen hellgrauen Beton raus. Gelber Beton, glatter roter Sandstein ist dabei, Schlammziegelblöcke, dann nochmal, ja, diese Textur in der Steinform. Dann nehmen wir davon natürlich die Mauer noch dazu. Polier an die Siedstufen, ja, Glas, ich nehme heute mal weißes Glas und dennoch schwarze Knöpfe. Beginnen wir erstmal mit dem Grundriss. Ich bleibe bei meinen grauen Beton einmal. Dann setzen wir zweimal gelb hin, einmal grau, zwei freilassen und 1, 2, 3, 4 mal nochmal den grauen. So, jetzt gehen wir nach hinten einmal und setzen da auch nochmal 1, 2, 3, 4 ran. Auf der anderen Seite machen wir das mal mit. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir einmal unseren Sandstein. Dann gehen wir nochmal zwei Blöcke nach hinten. Das machen wir auch nochmal auf beiden Seiten gleich. So, jetzt machen wir auf der rechten Seite, dass wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach hinten gehen. Auf der anderen Seite gehen wir erstmal nur drei Blöcke zur Seite. Und dann setzen wir mit den gelben Beton 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal ran. Dann wieder mit unserem Sandstein drei Stücke ransetzen. Und dann geht es jetzt einmal nach hinten weg. Und da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Blöcke nach hinten weg. So. Weil wir das ja gerade noch im Kopf haben, die Zahl, können wir das auf der anderen Seite auch nochmal nach hinten ziehen. Aber du musst nicht zählen, du kannst einfach gucken, ob die dann übereinander abstimmen. So, die Rückseite schließen wir dann einmal mit unserem Sandstein. Und wenn wir das haben, nehmen wir unsere Schlammziegelblöcke und auf unseren Sandstein platzieren wir davon 1, 2, 3, 4 Stück davon. Wenn wir unsere Schlammziegelblöcke da jetzt so weit drauf platziert haben, nehmen wir wieder unseren gelben Beton, setzen hier oben einmal dazwischen nochmal ein. Dann nehmen wir unseren hellgrauen Beton, den könnt ihr jetzt einmal oben auf eure Schlammziegelblöcke einmal platzieren. Die ziehen wir auch nochmal ringsrum. Wir bleiben dann auch gleich, nachdem wir das gemacht haben, einmal auf der Seite. Hier können wir das Ganze schon mal nach oben ziehen fürs Dach. Wir lassen an der Seite einen Block frei, dann setzen wir die nächste Ebene einmal rauf. Und dann lasst ihr immer zwei Blöcke an der Seite frei und zieht die nächste Ebene rauf. Das macht ihr so lange, bis wir oben ankommen. Und da sollten wir perfekt auch zwei Blöcke erhalten. So, das war's. Nochmal auf der anderen Seite. Also erstmal eine Reihe freilassen an den Seiten. Und danach immer zwei Blöcke freilassen. Wenn wir das geschafft haben, geht es jetzt auf die Vorderseite. Hier wollen wir das mit der Tür einmal machen. Oben bauen wir unseren grauen Beton. Den könnt ihr hier gleich mal nehmen. Und einmal über das Maß ziehen, was wir unten, sag ich mal, haben. So, ziehen wir einmal ringsum. So, an den Seiten können wir das Ganze schon einmal nach oben ziehen. Verbinden wir hier einfach mal. So, hier vorne auch nochmal. Dann das auch nochmal. Und hier in der Ecke natürlich auch. So, andere Seite hinterher. Wir nehmen dann jetzt einfach mal unseren gelben Beton und setzen den hier oben einmal dazwischen lang. Auf der Vorderseite setzen wir bei der Tür unten auch nochmal eine Betonreihe hin. Dann könnt ihr schon mal gleich euer Glas nehmen und das einmal hier dazwischen überall platzieren. Wir können dann auch nochmal das Glas, sag ich mal, ganz vorne einmal platzieren. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann machen wir das auch. So. Ich habe auch noch meine Knöpfe, die können wir machen. Das soll, sage ich mal, dieses Netto-Logo ein bisschen darstellen, im Kleinformat. Aber für das Netto-Logo wollen wir jetzt natürlich uns auch, sage ich mal, so ein Gerüst bauen. Da nehmen wir jetzt einfach mal unsere steinzige Blöcke, platzieren einmal einen hier hinten in der Ecke und vorne schräg davon hier von unserem Bau einmal vorne hin. So, dann nehmt ihr eure steinzige Mauern und die ziehen wir jetzt erstmal ein bisschen nach oben. Da müssen wir erstmal nicht wegziehen, denn das Maß ergibt sich von alleine. Einfach erstmal ein bisschen nach oben ziehen, müsst nicht übertreiben. Sobald ihr die dann nach oben gezogen habt, könnt ihr jetzt einmal eure an die, also polierten an die Siedstufen nehmen. Die setzt ihr einmal
oben drauf ringsrum. Auf der anderen Seite ziehen wir die auch einmal hinten weg. Also soweit wie hier, sage ich mal, unsere Mauern sind. Dann könnt ihr das hier mit der anderen Seite einmal verbinden. Und dann setzen wir, sage ich hier, schon mal in der Mitte unseren grauen Beton noch einmal lang. Oh, dann könnt ihr einmal zuziehen, dann haben wir hier schon mal das Dach. Jetzt kommt ja die Höhe, sagen wir mal, wie hoch wir das noch weiter bauen wollen. Ich würde einfach mal sagen, wir setzen jetzt hier einfach mal drei weitere Blöcke ran. So, ab den dritten Block denn setzen wir unsere Stufen da einmal lang. Auf diesen Stufen setzt ihr jetzt mal drei weitere Reihen von den gelben Beton einmal rauf. Und auf den gelben Blöcken setzt ihr wieder eine Andesit-Stufenreihe. Und alle Mauern, die jetzt hier noch überstehen, die haut ihr einmal weg. Somit haben wir jetzt alles verbaut, was wir jetzt in der Hand haben. Das heißt, diese Blöcke könnt ihr einmal wegtun. Um dann weiterzubauen, holt euch jetzt mal Ziegelblöcke, Treppen wie Stufen einmal raus für unser Dach. Für unser Logo benutzen wir tiefer, schiefer Stufen wie Treppen, Birken, Blöcke, also Bretter, wie man es nennen möchte, und eine Birkenfalltür. Wollen wir erstmal unser Logo bauen? Ich glaube schon, ne? Also unser Logo ist relativ leicht aufgebaut, indem wir jetzt erstmal, würde mal sagen, erstmal einen Block hinsetzen, darauf eine Treppe, dann nochmal eine Treppe. So, dann machen wir eine normale Treppe darunter, eine umgedrehte dann da oben hin, das soll dann, sage ich mal, unsere Füße sein vom Hund. Oben die Schnauze, da machen wir einfach, sage ich mal, eine Stufe vorne hin. Dann könnt ihr zack, Block hin, Falltür hin, fertig ist er. Oben drauf wollen wir natürlich das Dach einmal setzen. Da nehmt ihr jetzt erstmal eine Ziegel, ja, den Ziegelblock einmal zur Hand und könnt hier erstmal alles einmal zuziehen damit. Wir machen hier so eine kleine Pyramide drauf. Das heißt, jetzt kommt erstmal unsere Stufenreihe. Die setzt ihr dann hier einmal etwas verkleinert oben rauf. Und in der Mitte setzen wir dann wieder eine Blockreihe rein. Wunderbar, fertig. Bei unserem größeren Dach machen wir wieder ein schönes Muster. Und zwar immer beim Übergang könnt ihr schon mal einmal hier eine Treppe platzieren. Und immer vor jeder Treppe setzt ihr eine Stufe hin. So sieht das denn jedenfalls aus. Das könnt ihr natürlich einmal zur anderen Seite ziehen. Plus, wir wollen es natürlich dann auch einmal überstehen lassen. Ich mache das mal. Und ihr könnt dann auch dieses überstehende Dach natürlich noch einmal verfeinern. Denn so sieht das immer, ja, sehr, sehr, sehr schlicht und einfach aus. Ihr setzt immer unter jeder Stufe einfach wieder eine weitere Stufe, stabilisiert damit das Dach. Und man merkt gleich, das sieht doch ein bisschen schöner aus, ne? So, andere Seite hier, auch jeweils unter einer Stufe, eine Stufe. Und dann könnt ihr dieses Maß einfach rüberziehen zur anderen Seite. Bei mir ist mein Dach jetzt fertig gezogen. Zum guten Schluss wollen wir natürlich noch einmal vorne oder eher gesagt oben nochmal das Logo vollenden. Das heißt, wir müssen nochmal mit Banners arbeiten, um die Schrift hier einmal zu platzieren. Und wenn du jetzt natürlich wieder nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir jetzt einfach mal oben in der Infobox nochmal ein Video dazu, wie du dir also das ganze Alphabet auf Banners craftest. Am Ende sollte der Netto jetzt bei dir so aussehen. Natürlich musst du ihn dir innen drin noch einrichten. Das heißt Kassen rein, Regale rein und natürlich irgendwelche Items rein, die du deinen Freunden vielleicht anbieten willst. Kannst einmal gerne reinschreiben, was bei dir zurzeit im Angebot ist bei Netto. Aber ansonsten war es das wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein und ciao.